Blauer Himmel, sommerliche Temperaturen, Herz, was willst du mehr? Vielleicht ein wenig zu warm für die Sportler, trotzdem sind sie gekommen und das in großen Scharen. Heute bei herrlichem Wetter werden wir auch den dritten Zweiviertel-Duathlon hier in Maissau, hoffe ich, doch erfolgreich und gut, vor allem ohne Verletzungen über die Bühne bringen. Ja, wir haben die Strecke gesichert, die Transparente aufgemacht und wir sind guter Hoffnung, das Wetter passt, die Starter sind alle da, es kann losgehen. Beim dritten Maissauer Zweiviertel-Duathlon gab es eine gewaltige Steigerung zum Vorjahr und daher nahmen 166 Teilnehmer pünktlich um 10 Uhr die neue Laufstrecke in Angriff. Der Duathlon wurde auch heuer wieder als niederösterreichische Landesmeisterschaft im Sprint-Duathlon gewertet. Nach zwei Laufrunden ging es dann auf die Radstrecke. Auch hier eine sehr selektive Strecke, auf der sich Stefan Wratschacek Union Tri Team Burgenland entscheidend absetzen konnte. Und so war es auf der letzten Laufrunde nur mehr eine Formsache. Stefan Wratschacek siegte vor Karl Brungraber, Tripower Wimberger Haus Freistadt und Matthias Reike Free Eagle Fun Racing Team. Bei den Damen sicherte sich mit Sandrina Illes Free Eagles Fun Racing Team vor Nicole Huber UTTB und Elisabeth Reiter bei Corner.at den Sieg. Nach der Duathlon-Siegerehrung und einer Entspannung im Festzelt der Freiwilligen Feuer Maissau standen die Kinder- und Jugendbewerber auf dem Programm. Hier konnten auch schon die Kleinsten ihre Lauffähigkeiten unter Beweis stellen. Nicht bei allen war nur dabei sein, ist alles genug. Jeder wollte am Schluss einen der begehrten Pokale in der Hand haben. Auch beim 9. Maissauer Stadtlauf stieg die Teilnehmerzahl auf stattliche 140 und das trotz der ansteigenden Hitze. Gespannt war man, ob der Seriensieger, bisher dreimal hintereinander, Thomas Bosniak, auch heuer wieder als erster durchs Ziel laufen konnte. Aber es kam anders, als man denkt. Thomas Heigl vom LCC Wien konnte sich in der dritten Runde absetzen und lief einen sicheren Sieg in der Zeit von 34,59 Minuten heraus. Wunderschön, von der Strecke her sehr selektiv, immer bergauf, bergab. Gut organisiert, viel Kurven, gut abgesperrt. Perfekt und das ein Lob an die Organisation. Bei den Damen sicherte sich Marion Vera Forster, RC Running Coach, in 42,12 vor Elisabeth Reiter bei Corner.at
und Cornelia Krapfenbauer SC Zwickel-Zwettl den Sieg. Die Strecke war irrsinnig schwierig, muss man dazu sagen, und hat aber irrsinnig Spaß gemacht. Deswegen habe ich mich einfach so gefreut. Und ja, mei, ich konnte es nicht richtig einschätzen am Schluss, deswegen habe ich ein bisschen mit zurückgehalten, dass ich dann noch ein paar Körner habe. Aber ja, ich freue mich total, was soll ich sagen? Es war von der Starterzahl sehr erfreulich. Was mich besonders gefreut hat, waren natürlich die vielen jungen Menschen, die Kinder und die Jugendlichen. Da haben wir die Starterzahl fast um 20% erhöht. Beim Hauptlauf, beim Hobbylauf sind wir in etwa auf den gleichen Teilnehmerzahlen wie in den letzten Jahren. Was mich auch sehr gefreut hat, war, dass die Laufstrecke, die neue Laufstrecke, die jetzt innerhalb des Stadtgebietes ist, sehr gerne angenommen wurde, und ich habe fast nur durchwegs positive Kritiken gehört. Natürlich ist die Strecke ein bisschen kernig, das heißt, auf eine schnelle Zeit über 10 Kilometer ist sie nicht geeignet, aber durch die kurzweilige Anlage sagen alle, dass es ein angenehmes Laufen ist. Alles in allem wieder eine hervorragend organisierte Veranstaltung mit tollen Leistungen. Keine Angst, auch 2014 wird es wieder heißen Startschuss zu den Maisauer Sporttagen. Dann bereits zum 10. Male.